Paris Flughafen. Hallo, mein Urlaub dieses Jahr ging nach. Ihr solltet raten und es wurde erraten von einer lieben Zuschauerin auf Kiek. Und zwar ging es für mich nach Mauritius und da wollte ich euch unbedingt mitnehmen. Hier seht ihr jetzt meine ersten Eindrücke von dieser wirklich wunderschönen Insel. Rising sun and I don't know how, but just hear me out. Als ich am Strand spazieren war, habe ich ein wirklich sehr nettes Paar aus Russland entdeckt, die tatsächlich am Strand geheiratet haben. Ich dachte, sowas gibt es nur im Film. Aber ja, sehr süß. Sie hatten zwar nicht so viele geladene Gäste, aber dafür sehr viele freiwillige und unfreiwillige Zuschauer, was ich doch wirklich sehr lustig fand. Hallo! Wir waren heute im Südwesten der Insel und ja, hauptsächlich leben dort Hindus oder allgemein leben auf der Insel wohl 60% Hindus und es war wirklich sehr, sehr indisch angehaucht. Wir waren in so einem Tempel und wie man sieht, wurde mir in dem Tempel von einem Mann so ein Zeichen aufgemalt, das soll irgendwie Harmonie bedeuten oder so. Das sind da wohl irgendwie so Rituale, da waren auch ganz viele indische Götter und da war gerade so eine, ja, so eine Zeremonie, richtig cool. Ja, und ein paar andere Sachen haben wir noch gemacht, das werdet ihr jetzt gleich alles im Anschluss sehen. Auf jeden Fall bin ich super mega verbrannt, wie man sieht. Das glänzt jetzt so, weil ich eben Sonnencreme eingecremt habe. Aber es ist einfach mega verbrannt. Es ist jetzt schon weniger, es ist schon vor 2 Tagen gewesen. Und es ist hier einfach so windig und es war gar nicht so sonnig. Ich dachte, ach, ich war zwar eingecremt, aber es hat einmal nicht gereicht. Egal, zumindest hoffe ich, es gefällt euch. Und ja, wir gucken mal, was noch so passiert die nächsten Tage. Ciao! Wir sind jetzt gerade auf irgendeinem Berg. Ich habe keinen Plan, was es gerade ist, aber ich habe jetzt noch herausgefunden, was es ist, und zwar der Berg da hinten, den man sehen kann. Das ist ein sehr, sehr alter Vulkan, der seit Ewigkeit nicht mehr ausgebrochen ist, zum Glück. Aber ja, trotzdem ist es für die Mauritianer sehr besonders. Ein sehr beliebtes Souvenir sind diese Boote. Die sind eigentlich ziemlich teuer. Die kosten zwischen 200 und 1000 Euro umgerechnet. Kommt auf die Größe drauf an. Und wir haben gehört, dass die Asiaten wohl voll drauf abgehen. Wir haben auch richtig viele damit gesehen. Und was ganz cool ist, die werden anstatt mit Farbe mit schwarzem Tee gefärbt. Ganz typisch für die Insel sind auch diese kleinen Märkte, wo man einfach alles kaufen kann. Frische Ananas, wie man hier sieht, Kokosnüsse, Andenken wie Kaschmirschals, Postkarten oder andere Souvenirs. Und hier sieht man einfach nochmal, die Insel lebt einfach vom Tourismus. So, in dem Restaurant gehen wir jetzt essen. Danach ging es dann noch zu den größten Wasserfällen der Insel. Und dann ging es noch zu der siebenfarbigen Erde in Chamarel. Das ist ein Ort auf der Insel und es gilt als eines der schönsten Naturphänomene von Mauritius. Ich will mal anfassen. Zwei Tage später haben wir uns dann auf den Weg in Richtung Port Louis, der Hauptstadt der Insel, gemacht und haben auf dem Weg noch einige Stops eingelegt. If you only knew. An dem Tag waren wir dann noch auf einem typischen Markt, wo man relativ frische Lebensmittel kaufen kann. Und ja, hauptsächlich Fisch und Fleisch. Und ich muss sagen, das Fleisch fand ich doch etwas eklig, weil da waren überall Fliegen drauf und man konnte noch sehen, wie die Hühnchen so abgeschlachtet werden. Aber gut, das ist da halt normal. Danach ging es dann in die Shopping Mall von Port Louis. Das ist das rechte Gebäude, was ihr da so etwas verwackelt seht. Und da muss ich sagen, ich dachte irgendwie, es gibt ein bisschen mehr Läden, aber es gab so hauptsächlich irgendwelche Sportmarken wie Adidas und Nike. Aber es gab sogar auch L'Occitane, was ich ganz cool fand. Und ja, also eigentlich ganz süßes Einkaufszentrum.
Und als letztes an diesem Tag waren wir dann noch in dem berühmten Botanischen Garten, wo es über 80 verschiedene Palmenarten gibt, aber auch die sogenannte Käsefrucht, die auch als Kotzfrucht im Dschungelcamp bekannt ist. Ein Baum, der sehr lustig aussah, und zwar in Form eines Elefantenfußes. Und ein Baum, dessen rote Flüssigkeit oft in Salben eingesetzt wird, die gegen Ekzeme helfen soll. So, und gestern waren wir dann noch auf der Insel Ilocerf. Die liegt im Osten der Insel, genauso wie auch unser Hotel. Das war ganz gut, denn da mussten wir mal endlich nur 10 Minuten und nicht irgendwie so 3 Stunden zu so einem kleinen Hafen fahren. Und von da aus sind wir dann mit so einem Bötchen, da dachte ich irgendwie, das kennt halt jede Minute, mit so 5 Personen aufs offene Meer getuckert und von da aus dann auf den Katamaran. Das war echt richtig cool. Und von da aus dann, dann haben wir da erstmal gegrillt, dann konnte man da schnorcheln und schwimmen. Das war auch richtig cool. Und dann sind wir noch zu so Wasserfällen gefahren und dann auf die Insel Ilocerf, und die ist echt so, so traumhaft, wie auf Postkarten, aber da seht ihr jetzt, wie gesagt, auch noch ein paar Ausschnitte von. Some nights I wish that my lips could build a castle. Most nights I don't know anymore. You're insecure, don't know what for. You're turning head. Hier sieht man jetzt mal einen Katamaran, mit dem wir auch ungefähr gefahren sind. Und da mussten wir ihm umsteigen in ein kleines Bötchen, damit wir zu den Wasserfällen kommen konnten, die man jetzt hier gleich sieht. Auf der kleinen Insel gab es auch so kleine Strandläden und das war ganz lustig. Da konnte man wirklich so vom Wasser in den Laden praktisch fallen. Ganz cool. Da gab es hauptsächlich Souvenirs zu kaufen, aber auch ganz coole Muschelketten, die relativ teuer, aber sehr, sehr schön waren. Auf der Insel herrscht Linksverkehr und ich muss sagen, die Taxifahrer fahren so schlimm, so kamikaze, viel zu schnell, überholen, wie sie wollen. Wir hatten erstmal leider so einen kleinen Unfall, es war nicht schlimm, aber ich dachte wirklich, oh mein Gott, also das ist, muss ich sagen, echt ein kleines Abenteuer gewesen. Aber wir sind dann auf einen kleinen Markt gefahren, der auch eigentlich hauptsächlich von Einheimischen besucht wurde. Und da konnte man Obst und Gemüse kaufen, wirklich in sehr, sehr reichlichen Mengen. Auch zu sehr guten Preisen. Natürlich ist es für Touristen immer ein bisschen teurer, aber man kann eigentlich ganz gut handeln. Natürlich gab es auch hier wieder Stoffe, Kleidung, Souvenirs, Postkarten, Schmuck und. Was ganz cool ist, wenn man da Kokosnüsse kauft, dann machen sie erst die Kokosnuss so kaputt, wie man das ja gerade sieht. Dann kann man erst das Kokoswasser trinken und wenn man das ausgetrunken hat, dann zerschlagen die das so in kleine Teile, sodass man auch das Kokosfleisch essen kann und packen die es in eine kleine Tüte, so dass du es mitnehmen kannst. Und ich glaube, Kokosnüsse kosten dann nur so 20, 30 Cent. Und dann waren wir noch in einem einheimischen Supermarkt und da gab es eigentlich die gleichen Produkte wie bei uns in Deutschland auch, wie zum Beispiel auch Capri-Sonne. Hallo! Ja, heute ist unser letzter richtiger Tag. Morgen haben wir nur noch den, also schon ist eigentlich ziemlich viel vom Tag. Wir werden wahrscheinlich so gegen 20:05 abends abgeholt, fliegen dann über Nacht. Ich habe schon irgendwie gehört, es gibt wohl Probleme, weil wir fliegen über Nairobi. Und da ist wohl irgendein Attentat gewesen. Man hat hier leider null WLAN, wie man auch sieht. Ich war sehr, sehr inaktiv bei Twitter und Kik und so. Hier ist irgendwie nicht so richtig Netz. Und es gibt wohl irgendwie da Probleme. Der Luftraum ist wohl nicht frei und wir wissen irgendwie nicht, ob wir von hier aus dahin fliegen können. Eventuell müssen wir über Dubai fliegen und das ist kompliziert. Auf jeden Fall, über Dubai würde ich ganz cool finden, denn es sind hier ein paar Gäste über Dubai geflogen und das soll wohl der Mega-Flughafen sein und ja, hätte ich richtig Bock drauf, denn der Flughafen in Paris war super langweilig, da war mir gar nichts. Nur so ein kleiner Duty-Free, aber nicht anders als bei uns. Und ich dachte, ich zeige euch nochmal hier den Ausblick, denn der ist echt richtig schön. So, unser Ausblick. Ich finde ihn echt richtig cool. Ich laufe hier mal. Hier ist so eine, keine Ahnung, kann man drauf chillen. Und es ist gerade ziemlich windig. Also an unserer Küste hier, wie man sieht, da,
Es ist echt richtig, 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 richtig windig. Da fliegt man fast weg. Und wenn man mal sieht, hier hinten, da geradeaus, da gibt es dann so eine Bucht und da kann man einmal rumlaufen und dann ist es windstill. Also richtig krass. Und da hinten, wo die Wellen brechen, da ist das Riff und deswegen gibt es hier auch keine Haie. Und wenn man hinter das Riff fährt, dann kann man Delfine sehen. Ich habe sie gesehen von Weitem, aber leider konnte ich nicht mit ihnen schwimmen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut. Aber da kann man wohl Seeigel ernten. Das habe ich letztens gegessen. Schmeckte fischig. Also so richtig lecker fand ich es jetzt nicht. Es war irgendwie nur so, schmeckte wie Salzwasser und irgendwie Glibber. Aber ja, das war zumindest unser Ausblick und ich finde es richtig traumhaft und ich will hier echt nicht weg. Hier sieht man leider gar nicht, wie türkis das Wasser wirklich ist, aber es ist einfach mega. Und dann ging es nach 12 Tagen leider wieder nach Hause, aber ich habe am Pariser Flughafen noch was entdeckt, was ich sehr cool fand. Und zwar diese U-Bahn, mit der man von einem Terminal zum anderen fahren kann, denn der Flughafen ist einfach riesig und sonst braucht man Stunden und ja, schafft es nicht zu seinem Anschlussflug, aber es war ganz cool. Hey! So, wie ihr seht, sind wir wieder zu Hause und es war so schön im Urlaub. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe so ein paar Sachen gefilmt. Ich konnte leider nicht so gut dabei reden, weil es einfach so windig auf der Insel ist, dass man in meiner Kamera einfach nur so ein Rauschen gehört hat und so ein ganz bisschen meine Stimme. Aber ich wollte euch noch eine Sache erzählen und zwar bin ich so ein Trottel, wirklich. Oh mein Gott, ich habe am Flughafen von Mauritius meine Kameratasche, die ist ungefähr so groß, ja. Mein Papa gegeben und der hat die hingestellt, als wir gewartet haben, dass wir ins Flugzeug können und irgendwie hat, ja, jeder das vergessen mitzunehmen und im Flugzeug habe ich dann so meine Eltern gefragt, sag mal, habt ihr eigentlich mal meine Kameratasche? Und dann meinten sie so, nein, du nicht? Ich so, nein. Ja, und dann, alle sprechen dann nur Französisch und dann hat irgendwie der Steward, das war ganz lustig, das war mein Mann, so mitbekommen, keine Ahnung, der konnte schon ein bisschen Deutsch, dass wir was verloren haben und meinte dann zu mir, ja, hast du was verloren, dann wenn du nochmal raus willst, hol mir deinen Reisepass. Und ich habe meinen Reisepass geholt, dann musste ich Ewigkeiten erwarten, dann war nur noch 5 Minuten, bis irgendwie eigentlich Abflug war, dachte ich mir so, das wird aber ein bisschen knapp. Und dann, ja, hat mich irgend so ein Mann mitgenommen in so einer gelben Sicherheitsweste, erstmal so am Arm gepackt, ich dachte, ich wäre irgendwie so ein Schwerverbrecher. Dann bin ich da erstmal wieder raus, durch 1000 so Sicherheitsgänge und ich dachte gar nicht, dass der Flughafen so groß ist. Da dachte ich mir so, oh mein Gott, wofür nehme ich hin? Nicht, dass meine Eltern gleich mit wegfliegen und ja, ich war so ein bisschen verwirrt. Und dann hat er mich erstmal so eine andere Frau übergeben und dann, naja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann da gelandet, wo wir saßen, als wir gewartet haben, dass wir boarden dürfen. Und natürlich habe ich erstmal die Tasche nicht gefunden, weil ich irgendwie voll verwirrt war, wo wir saßen und ja, dann habe ich mich wie so eine Verrückte im Kreis gedreht und dann hat zum Glück so eine Frau irgendwie auf Französisch gesagt, ob ich was verloren habe. Und da ich ja jetzt eine Woche Französisch oder 2 Wochen Französisch jeden Tag gehört hatte, habe ich das sogar verstanden. Ich war sehr stolz auf mich. Und ja, dann habe ich meine Tasche wieder bekommen. Dann durfte ich wieder zurück, dann hat sie mir meinen Reisepass wieder gegeben. Dann hat sie mir die Bordkarte wieder gegeben, dann bin ich wieder zurück, 1000 Sachen, bla bla bla. Und dann, ja, ging das Terminal so und hat sich gespalten, weil irgendwie ja das Flugzeug schon Verspätung hatte, dank mir, was richtig gut war, weil ja, das ist ja jetzt nicht so toll. Und dann habe ich die Bordkarte der Frau gegeben und die meinte so, da rein. Aber sie hat sich die Bordkarte gar nicht angeguckt. Dann dachte ich mir schon so, hä, das ist ja voll komisch. Aber dann bin ich da reingegangen und dann dachte ich mir so, hä, voll andere Stewardessen und Stewards, an die Gäste, na gut, da kann man sich eh nicht dran erinnern. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, wo fliegen die eigentlich hier hin? Dann habe ich so gefragt, dann meinte sie so, ja, wir fliegen nach Dubai. Ich so, oh, ich will eigentlich nach Paris. Dann habe ich ihr so meine Bordkarte gezeigt und dann meinte sie so, ja, dann bist du im falschen Flugzeug. Da dachte ich mir so, toll. Ich wusste gar nicht, dass das geht, weil ich habe mich immer gefragt, wie kann man im falschen Flugzeug landen? Ja, jetzt weiß man wie. Und als ich da reingekommen bin, hat dann noch so ein Mann zu mir gesagt, ach, die junge Dame war noch shoppen. Dann dachte ich mir so, ja, ich glaube, ich hatte gerade andere Probleme als zu shoppen. Aber ja, okay, das war jetzt so die richtige Fail-Geschichte. Oh mein Gott, ja. Auf jeden Fall wollte ich euch das noch erzählen. Ich dachte, das so als Abschluss des Videos. Und ja, so, und das war es jetzt wirklich mit meinen Geschichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Seid nett zu mir, es war mein erstes Follow Me Around. Aber ich habe mir echt Mühe gegeben und ich finde es ganz cool. Ich habe jetzt so meine eigenen Erlebnisse so mit euch geteilt und die sind jetzt im Internet und ich habe sie so gebündelt und das ist irgendwie ganz schön. Und ich hatte euch ja gebeten in meinem Vlog, dass ihr mir mal schreibt, was ihr denn glaubt, in welches Land, in welche Stadt ich hinfahre. Und ihr habt über 100 Kommentare geschrieben und ich habe mich so gefreut, wo ich denn hinfahre. Sri Lanka, Dubai, Australien, Japan, Singapur, alles. Es war so cool. Und eine liebe Zuschauerin von mir hat es auf Kick erraten und ich habe mich nämlich fast verplappert. Das war so ein bisschen dumm, als ich wieder in Deutschland war. Und folgt mir also gerne auf Kick. Ich verlinke das in der Infobox und auch am Ende dieses Videos. Und
Ja, da ihr es erraten hattet, hatte ich euch ja versprochen, irgendwas Cooles oder Besonderes zu machen. Und mich hatte eine Person gebeten, dass ich doch mal die Not My Arms Challenge machen kann. Und ich habe ihn noch gar nicht angeguckt. Aber wollt ihr das? Also schreibt mir das in die Kommentare. Oder wollt ihr lieber Wahrheit oder Pflicht? Wenn ihr das wollt, dann schreibt mir auch schon gerne Wahrheitsfragen oder Pflichtaufgaben in die Kommentare. Denn dann würde ich das machen und dann muss ich mal gucken, ob ich irgendjemanden finde, der das mit mir macht. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dann. Ciao.